Leckeres, frisches Gyros nach dem Intro. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Chris Kitchen Time. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank. Heute zeige ich euch, wie man ein leckeres und frisches Gyros selber macht. Total einfach. Allerdings müsst ihr das einen Tag vorher zubereiten bzw. einlegen, aber das werdet ihr ja gleich sehen. Als Grundlage vom Gyros habe ich mir kein Pita-Brot genommen oder irgendwie ein Fladenbrot, sondern da habe ich mir einen schönen Langosch selber dazu gemacht. Wenn ihr Interesse daran habt an Langosch, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann zeige ich euch das auch mal. Ja, weiter geht's auch schon mit den Zutaten. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei der Zubereitung, viel Spaß mit dem Video und einen guten Appetit. Wenn euch das Video gefällt, vergesst doch nicht, mir ein Abo zu geben, beziehungsweise das Glöckchen zu drücken, um keine weiteren Videos mehr in der Zukunft zu verpassen. Falls ihr Interesse habt, folgt mir auch auf Instagram. Link steht hier und wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich habe genug geredet. Bis später und guten Appetit, euer Chris. Wir brauchen Knoblauch, Olivenöl, Zwiebel, Zitrone, Thymian, Majoran und etwas Chili-Pulver, Salz und Pfeffer und mageres Schweinefleisch. Ich habe jetzt Schnitzel genommen. Das Schweinefleisch schneiden wir uns jetzt in längliche, dünne Scheiben, ähnlich halt wie Gyros so geschnitten ist. Die Zwiebel schneiden wir uns ebenfalls in Scheibchen. Und geben alles zusammen in eine Schüssel zum Marinieren später. Knoblauch hacken wir uns auch. Die Seele vom Knoblauch entfernen wir uns, soll bekömmlicher sein. Schön klein hacken oder eben pressen. Und zusammen mit dem Olivenöl zum Fleisch. Unsere Gewürze. Salz, Pfeffer und ein Spritzer Zitrone. Und gut umrühren oder schütteln und für 24 Stunden in den Kühlschrank. Bisschen Öl in einer Pfanne erhitzen und unser Gyros kurz heiß anbraten. Lecker. Wenn es ein bisschen knusprig ist, Temperatur auf mittlere Stufe stellen, damit es nur noch gar zieht. Und fertig. Ich habe mir dazu einen Langosch gemacht, das zeige ich euch noch. Schön lecker belegen mit frischer Zwiebel, Oliven, Tomate, Gürkchen, Tzatziki, das ich schnell selbst gemacht habe. Ja, und Feta-Käse. Guten Appetit und denkt dran, Abo-Glocke und ihr seid eine coole Socke. Bis denn, euer Chris.